Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich wollte mit euch und ein zwar mein Gesicht habe ich schon fertig, außer dass ich Highlighter noch nicht drauf habe. Das machen wir gleich. Ja, ich habe meine Standardsachen keine drauf. Foundation teste mache ich immer das, was ich aufbrauchen möchte. Erstmal den Highlighter. Ich habe ja schon mal so einen gehabt, so einen helleren, glaube ich. Den habe ich ja aussortiert und weil der mir zu pudrig war, also das war wirklich wie Staub oder so, das ist bei dem wiederum nicht so. Also der ist wirklich gut von der Struktur her auch und deswegen habe ich den behalten. Ich stopfe immer mal ab, damit nicht so viel Produkt am Anfang kommt. Ich dachte mir, ja, erst der ist mir ein bisschen zu dunkel, da mache ich mir aber jetzt auch nicht so viel drauf, das reicht mir schon. Blush habe ich auch schon drauf, ja, genau, aber nur wenig heute, soll die Augen werden etwas ja, stärker heute, deswegen habe ich mein Gesicht jetzt nicht so, auf jeden Fall diese Palette und dann fange ich auch gleich mal an, mir den weißen Ton unter die Augenbraue zu geben, also so ein bisschen nur, ja, in diesen Ton hier. Und das gebe ich mir aufs komplette Lid erstmal. Ich hoffe, die Palette hat eigentlich wenig Fallout, deswegen habe ich mein Gesicht jetzt schon mal gemacht. Da haben wir einen Step weniger. So, das reicht schon. Und dann gehe ich in diesen Ton und gebe mir den aber wirklich nur in die Lidfalte mit einem kleinen Pinsel. Also wirklich nur so ein bisschen in die Lidfalte. Dazu nehme ich mal diesen Pinsel, das ist von der Anastasia Beverly Hills, glaube ich, der Pinsel. Diesen Ton. Ich will das jetzt mal so probieren. Ich habe mir den Look schon mal geschminkt, aber habe unten als Base ein bisschen dunkel gehabt und das hat mir nicht so gefallen. Deswegen will ich das jetzt mal so probieren. So, diesen Ton gebe ich mir gleich, also nur in die Lidfalte. Ich mache das gerne so, ich arbeite gerne so. Also das gefällt mir an den Revolution, dass die so einen guten, schönen Spiegel haben. Also ich finde die Palette toll, ist wirklich super. Ich finde Revolution wirklich sehr gut. Wobei mir ist aufgefallen, ich habe letztens mal so ein bisschen bei Cosmetic for Less rumgestöbert. Revolution ist schon ein bisschen teurer geworden. Also wenn ich überlege, wo ich noch vor 2 Jahren da bestellt habe, da war das noch nicht so ganz teuer. Aber jetzt mittlerweile, also da ich ja so ein bisschen Schlupflider habe, sieht man hier, ne, das gucke ich immer mal so ein bisschen gerade in den Spiegel. Also mach nicht so, sondern gerade. Und versuche darüber eine Linie zu ziehen. So, dass man das ein bisschen sieht, aber nicht so doll, weil ich blende das ja dann noch mal aus. So. Ja, rosa. Es gefällt mir aber, ist wirklich gut. Dann nehme ich von Morphe so einen kleinen Blenderpinsel und gehe in diesen Ton und blende damit das Rosa aus. Und gleich so ein bisschen hoch. Thank you.
das soll erstmal so ein bisschen der Übergang sein. Das sieht mir fast schon zu dunkel aus. Aber ich gehe jetzt nochmal mit dem großen Blender rein. Und verblende das Ganze. Ja, das ist super. Genau, so lassen wir das. Dann gehe ich mal in das Dunkle hier und gebe das nur außen auf meinen Außenwinkel. Und ziehe das so ein bisschen rein. Ich werde aber gleich eine Cut Crease ziehen, da ist das dann egal irgendwie. Und ich gehe jetzt noch mal in dieses Braun und gebe mir das auch noch mal so ins Eck rein. Um das ein bisschen zu verdunkeln. So, ich blende das jetzt alles noch ein bisschen aus wieder. Aber mit diesen Ton hier ein bisschen. Nochmal mit einem anderen Blender von Evelyn ist der, um das alles noch mal so richtig ineinander zu verblenden. Und ziehe das dann immer so ins Auge rein. Das so. Ja, das reicht mir schon. Ich finde das nicht schlecht. Hier oben hat es ein bisschen. Ja. Ich ziehe mir jetzt eine Cut Crease und komme gleich wieder. So, Cut Crease ist gezogen. Ich habe jetzt schon noch ein bisschen mit dem Roten so ein bisschen nochmal reingeblendet. Das mache ich immer so, dass ich dass die Cut Crease ein bisschen ja, verbessere, wenn ich ein bisschen weiter oben gelandet bin. Das ist nämlich immer noch ein bisschen schwierig. So, und dann verblende ich das. Diesen Pinsel ist auch von Zoeva und gehe in das Lilane. Ich werde heute nur zwei Farben verwenden, aber ich fand den Look so gut. Also ich persönlich, ne? Ist ja jeden seine Sache. So, und den Ton gebe ich mir außen hin. So gut aus. Ich finde den Look so gut. Und die Palette ist echt klasse. So, den wische ich so ein bisschen rein. Also, wieso macht man eigentlich immer den Mund auf beim Schminken? So.
Dann verblende ich das mal so ein bisschen. Gefällt mir. So, und dann gehe ich in diesen Ton hier und den gebe ich mir auf das restliche Lied. Der sieht so aus, nur so ein heller Ton. Und den tupfe ich aber nur erstmal. Verbinde den dann mit dem Lila so ein bisschen. Theoretisch brauche ich für den Innenwinkel noch nicht mal was, weil der schon hell genug ist. So, dann gehe ich noch mal in das Lila ein und gebe mir das noch mal mit einem anderen Pinsel so drüber, mit einem kleineren. Das ist nur so ein kleines Ding hier. So. Und gehe dann nochmal mit einem Blenderpinsel drüber. Das muss ich aber erstmal sauber machen. Und verblende so die Übergänge. Das gefällt mir. Ja, das bleibt erstmal so. Wir machen dann auch gleich den unteren Wimpernkranz. Als Kajal nehme ich hier so einen braunen. Den gebe ich mir auf die Wasserlinie, weil ich braun auch am unteren Wimpernkranz haben möchte. Weil ich gehe gerne, ungern mit roten oder rötlichen Lidschatten am unteren Wimpernkranz, weil das kann ganz Und schnell dann krank nehmen wir aussehen. mal Dieses Braun wieder. Es würde auch schwarz dazu gut passen, also einen richtigen schwarzen Eyeliner. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen schwarzen Kajal benutzt habe. Auf der unteren Wasserlinie. Also das ist schon ewig her. Also die haben wirklich kaum Fallout. Also die matten Töne etwas, das sieht man hier, aber damit kann man leben. Das macht nichts. Dann will ich das nochmal ausblenden. So richtig gefällt es mir noch nicht. So, und gehe jetzt nochmal in das helle Glitzernde rein und gebe mir das nochmal so ein bisschen in den Innenwinkel und ziehe das auch nochmal so ein bisschen vor. Ja, das gefällt mir. So, ja, ein bisschen hat es Fallout, wenn man es sieht. Ich finde Genau. das so, sieht gut aus. Ich werde mir jetzt meine Wimpern machen.
und noch einen Lidstrich ziehen und dann komme ich wieder. So, ich bin fertig. Lidstrich ist gezogen. Ich hole euch nochmal ran. Irgendwie verkacke ich meine Lidstriche immer. Das Problem ist auch, wenn ich den Lidstrich ziehe, mache ich ein Auge zu, also so. Ne? So. Und das Problem ist, ich bin kurzsichtig. Ich trage auch keine Kontaktlinsen, also nur Brille. Und irgendwie, wenn ich dann immer nur mit einem Auge gucke, gerade das Auge sieht schlechter als das Auge. Wenn ich dann so gucke, dann sehe ich das nicht richtig. Ich weiß es nicht, obwohl ich kurzsichtig bin. Aber ich habe da echt Schwierigkeiten. Ich glaube, ich brauche bald mal zum Lesen auch eine Brille. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist der Look. Mir gefällt der. Richtig gut. Mein Kind wird gerade wach, glaube ich. Ja, ich mache mit euch schnell noch den Lippenstift, den ich... So, Kind ist versorgt. Ja. Ich habe mir jetzt schon Eyeliner, Lip Liner gezogen. Wie gesagt, mir gefällt der Look. Das gefällt mir. Lippenstifte, ich zeige euch mal die Varianten, die ich ja benutzt habe. Der ist matt. Der gefällt mir aber, muss ich sagen. Den können wir mal benutzen. So ganz leicht braun, ne? Ich hole euch nochmal ran. Ja, der gefällt mir. Und dann ist noch so eins von Gerard Cosmetics. Wenn ihr mein Kind hört. Der hat sogar Licht. Da gebe ich mir aber wirklich nur wenig auf. Weil der mir sonst zu rosa ist. Es gefällt mir eigentlich. Diese Lippenkombi. Oder wir haben noch diesen, das ist von ja, Catrice, so ein Cushion. Da muss man aber vorsichtig machen, weil hier kommt wirklich viel Produkt raus. Das finde ich nicht so gut. Der hat im Prinzip den gleichen Ton fast wie das hier. Ja, gefällt mir die Lippenkombi. Ja, das war's. Also mir gefällt die Palette wirklich wunderbar. Die bleibt auch. Also die Palette bleibt. Die drei Lippenprodukte bleiben. Und dieser Highlighter bleibt. Von Dreaded Up. Den finde ich gut. Ist nicht so... Gerade für den Sommer ist der okay. Und gehen wird dieser Blush. Der gefällt mir zwar. Er gefällt mir wirklich. Aber er glitzert und ich mag keine glitzernde Blushes, das wisst ihr. Ich dachte ja, das ist nur die erste Schicht so, aber der ist komplett so und nee, der geht leider. Ein Produkt geht von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück geht ein Produkt. Okay, dann können wir mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!